Ja, hallo oben, hier kurz so der Rucksackunternehmer. Willkommen an diesem fantastischen Tag zum besten Video aller Zeiten. Heute einfach mal online Geld verdienen. Mit diesen 15 Ideen kann jeder passives Einkommen aufbauen. Ja, und aufbauen, ne? Also wie gesagt, es gibt kein passives Einkommen, so eine Stunde arbeiten, lebenslang Geld verdienen oder so. Aber aufbauen, ne? Und das ist auf jeden Fall unser Thema heute. Das Video hat 600 Aufrufe. Ich freue mich echt. Das ist der YouTube-Kanal Finanzielle Freiheit in 5 Jahren. Erstmal etwas in eigener Sache. Du bist auf den YouTube-Kanal. Nee, bist du auch gar nicht. Hier bist du drauf. So, nicht auf Michael Kotze. Nein, du bist hier auf Geld verdienen im Internet. Und jeden zweiten Tag ein Video rund um das Thema Geld verdienen. Wir schauen uns an und suchen die besten Ideen zum Geld verdienen. Passives Einkommen, Affiliate machen, Dropshipping, alles schauen wir uns an. Und ich bin mal gespannt. Und du kannst natürlich auch die Videos der letzten Tage und Wochen einfach mal drüber schauen. Da sind bestimmt interessante Themen für dich dabei. Und genau, die Glocke aktivieren, damit du keine Nachricht mehr verpasst, weil so würdest du das Video hier verpassen, wenn du die Glocke nicht aktiviert hast. Und wir starten jetzt einfach mal durch. Hi, hallo und willkommen. Online Geld verdienen, das ist der Traum für viele. Aber wie genau geht das eigentlich? Um diese Frage zu klären, schauen wir uns heute 15 Möglichkeiten an, mit denen du Geld im Internet verdienen, dir nebenberuflich ein zusätzliches Standbein aufbauen oder dich sogar Vollzeit selbstständig machen kannst. Natürlich alles vollkommen seriös und mit ein paar dieser Ideen ist es sogar möglich. Wenn sie sagt seriös, ich mag das auch nicht. Ne? Kennt ihr diese ganzen Marketer und so, die Rolex-Uhren in die Kamera halten und so? Das ist einfach nicht seriös, das ist einfach, das ist so out. Wer zeigt denn seine Rolex als out in der Kamera und so? Nee, hört auf, das ist doch... Okay, ich bin mal echt gespannt, weil 15 Ideen, da ist bestimmt auch Affiliate-Marketing dabei. Übrigens, ich habe gleich noch ein Geschenk für dich. Dich passives Einkommen zu generieren. Du kannst also Geld verdienen, ohne die ganze Zeit dafür arbeiten zu müssen. Wenn genau das dein Ziel ist, dann solltest du jetzt dranbleiben. Viel Spaß mit dem Video. Wenn es um das Thema Geld verdienen im Internet geht, kann man bei den vielen Möglichkeiten schnell mal den Überblick verlieren. Und so weiß man zu Beginn nicht gleich, wie man sich... Besonders, ihr wisst meine Meinung, es gibt dieses Passive, gibt es nicht. Geld verdienen im Internet, ja, kannst du super gut und viel Geld verdienen und so. Aber Arbeitskraft musst du reinstecken. Oder Angestellte haben und. Aber es ist halt so, passiv ist halt so dieser Traum von vielen und das ist halt nicht so. Auch ich mache auch aktiv dieses Video hier, um Geld zu verdienen. Ja, es ist so, ich mache das, um Geld zu verdienen, ja. Und es ist aber trotzdem Arbeit. Es macht Spaß, es ist meine Leidenschaft und so weiter, aber ist es passiv? Nein. Ich entscheiden soll. Es lohnt aber, sich durch den Dschungel an Chancen und Möglichkeiten zu kämpfen und die ersten Hürden zu meistern. Denn mit kaum einem anderen Business kann man leichter starten als mit einem Online-Business. Und genauso schnell kann man auch skalieren, wenn das Projekt gut läuft und somit Umsatzzahlen erreichen, die sonst nur schwer oder gar nicht erreichbar sind. Und das Beste daran, es ist grundsätzlich auch gar nicht zu kompliziert, da es heutzutage unendlich viele Dienstleister und Plattformen gibt, die dir bei den ganzen unangenehmen Prozessen wie Akquise, Verkauf, Zahlungsabwicklung, Versand oder Retouren helfen oder sie dir sogar komplett abnehmen. Somit sparst du nicht nur Geld, sondern vor allem viel Zeit, weil du auf Prozesse zugreifen kannst. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Retouren, ist das alles wirklich passiv? Ja, ich bin mal gespannt. Ich wollte mal Friseur werden. Ach, ich war auch beim Friseur. Guck mal, wir haben den gleichen Haarschnitt, auf jeden Fall an den Seiten. Die vollständig erprobt und optimiert sind. Es lohnt sich also, jetzt loszulegen und die ersten Schritte zu machen. Und dann geht es auch schon los. Die erste Idee, das erste Geschäftsfeld, würde ich unter dem Stichwort Information bzw. Informationsvermittlung zusammenfassen. Gemeint ist, wenn du zum Beispiel mit einer eigenen Webseite Geld verdienst. Das klingt auf den ersten Blick komplizierter, als es ist. Wenn du dich also fragst, wer diese Webseite designen und programmieren soll, dann brauchst du dir darüber heute kaum noch Gedanken machen. Denn in den letzten Jahren hat sich in dem Bereich viel getan. Stimmt. Also einen WordPress-Blog aufzusetzen, ist sehr einfach. Ja, du musst so ein bisschen gucken, vielleicht ein paar Plugins testen und so weiter. Aber da gibt es auch die besten Plugins, Top 10 Plugins und so weiter.
Und wenn du das nicht schaffst, eine WordPress-Webseite aufzubauen, dann bist du sowieso zu doof, ein Loch im Schnee zu pissen. Also das ist einfach. Eine WordPress-Seite geht einfach. Ja, wir dann halt SEO und so, das sind dann halt nächste Themen, aber du musst nicht alles am ersten Tag können. Ne? Einfach eine WordPress-Seite, ein Design aussuchen, erst einen Blogartikel, verstehen, was ein Beitrag ist und eine Seite und dann passt das. Und alles andere lernst du doch nach und nach. Du bist doch nicht am ersten Tag perfekt. Also starte einfach. Und wenn du das nicht schaffst, dann ist sowieso Hopfen und Malz. Es ist so einfach. Ich sage nicht, dass manche dann halt, wenn du dann mit dieser WordPress-Seite dann einen Shop aufbauen willst und so, dann musst du dich wieder ein, zwei Tage reinarbeiten oder so. Aber selbst das schaffst du. Das schaffst du. Ich glaube an dich. Also, starte durch. Und hey, lass auch gerne ein Like da für das Video. Ach, sollen wir jetzt das Geschenk machen? Komm, wir machen das Geschenk. Solange du noch zuschaust und bist gleich weg. Also, mein Affiliate-Marketing-Report. Der könnte dir auch dabei helfen, mit deiner Webseite dann halt Geld zu verdienen mit Affiliate-Marketing. Ist gratis. Der Link ist im ersten Kommentar. Einfach sichern und dann durchstarten. Ja, genau. Das machen wir, oder? Ist gratis. Was willst du verlieren? Hol es dir. Erster Kommentar. Es gibt viele Anbieter, mit denen man ganz leicht und ohne Vorkenntnisse eine professionelle Webseite umsetzen kann. Das muss man also gar nicht selbst machen. Ganz wichtig. Geh nicht zu Jimdo, Wix und so weiter. Geh da nicht hin. Wann hast du mal in den Suchergebnissen etwas gesucht und sagst dann so, oh komm, eine Wix-Seite und auch noch eine Gratis-Seite mit Werbebanner und so. Wenn du Geld verdienen willst, hol dir eine eigene Domain zu deiner Nische und ein Webspace-Paket. Und, naja, wir sind gerade zum Entschuldigen. Und da trinke ich auch immer so viel. Ich muss, glaube ich, was sagen. Und das ist meistens eine Ein-Klick-Installation für WordPress. Manchmal ist das sofort auf die Domain und so weiter. Und wenn du das gar nicht kannst, dann schau einfach bei Fiverr jemand, der dir das macht. Es ist aber einfach, echt. Eine WordPress-Seite, also ein persönlicher Blog aufbauen und so. Aber mach das auf einer eigenen Domain. Das ist später auch echt, wenn du dann halt SEO machen möchtest und so. Eigene Plugins. Es gibt ja auch WordPress-Seiten bei WordPress.com. Und du kannst aber nicht alle Plugins nutzen, du kannst nicht alles nutzen und so weiter, weil die halt durch Sicherheitsbedingungen nicht alles zulassen und so. Und du wirst da unglücklich. Du wirst sehr unglücklich dort. Also mach das in eine Website. Sonst schreib mich auf Instagram an. Das heißt ganz konkret, du kannst dich ganz auf die Inhalte konzentrieren und der technische Aspekt wird dir vollkommen abgenommen. Wenn dich interessiert, wie ich meine Webseite umsetze und welche Möglichkeiten es im Bereich Webseite erstellen gibt, dann gib dem Video doch jetzt einen Like. Bei 1000 mache ich ein extra Video dazu. Aber wie verdient man mit einer Webseite oder einem Blog Geld? Natürlich musst du erst einmal ein Thema auswählen, in dem du fachliches Wissen vermitteln kannst oder ein Thema, welches dir gut liegt. Du kannst aber auch themenbezogene Nischenseiten entwickeln und über Produkte, Produktkategorien und Dienstleistungen schreiben. Und dann sind wir wieder beim Affiliate-Marketing, beim Gratis-Report. Überleg dir das aber gut, die erste Nische. Aber es ist dann auch kein Problem. Es kosten zum Beispiel beim Webspace-Anbieter, ich schicke dir gerne den Link über Instagram, kriege ich auch noch 10 Euro, wenn du dich da anmeldest. 10 Domains für 10 Euro im Monat. Das heißt, du frisst eine Pizza weniger und kannst dir Webspace leisten. Und 10 Domains. Du könntest 10 Projekte machen. Du könntest einen Reiseblog machen, du könntest einen Lego-Blog machen, du könntest einen Familienblog machen und du könntest einen Hundeblog machen und so. Und da gibt es geile Produkte, die du bewerben kannst. Und die ersten 3 Monate gibt es meistens sogar gratis. Also warum? Ja, du brauchst keine große Investition. Machst aber nicht alle 10 gleichzeitig, sondern fängst erst mit einem an. Und dann loslegen. Ja? Natürlich. Und du wirst sagen, ach, die erste Seite war dann Kacke oder so. Ist immer so. Das erste YouTube-Video wird auch Kacke sein, was du hochlädst. Und das 20. Video wird halt besser sein und so. Es ist halt so. Ne? Einfach starten, starten, starten. Und es ist auch egal, ob da ein Logo ist, Corporate Identity, Farben passen und so. Erstmal starten. Das Logo kannst du immer noch ändern. Die Farben kannst du immer noch ändern, das Design. Und teilweise kannst du bei WordPress das Design, in 10 Minuten hast du das ganze Design von der Webseite angepasst. Komplett ein neues Design hochgeladen, die Menüs nochmal angepasst und die Widgets noch ein bisschen geändert. 10 Minuten hast du das fertig. Wenn du dann nach 3 Monaten sagst, heute gefällt mir doch nicht. Geld verdienst du dann entweder über Affiliate-Links, das sind die Links, die auf die Produkte verlinken, über die du zum Beispiel in einem Beitrag schreibst. Wenn dann jemand dieses Produkt über deinen Link kauft, bekommst du eine Verkaufsprovision.
Am bekanntesten ist wohl das Amazon-Partnerprogramm. Dort kannst du dich kostenlos anmelden und ganz unkompliziert eigene Affiliate-Links erstellen, welche du dann in deinen Text einfügen kannst. Je nach Produktkategorie bekommst du 1,5 bis 7% Provision zugeschrieben, die du dir jeden Monat auszahlst. Sogar ein bisschen mehr. Und ihr wisst, dass ich sehr oft sage, wenn ihr ein Produkt bewerbt, zum Beispiel die Uhr ist eine Casio-Uhr, sag ich jetzt mal. Und ihr bewerbt diese Casio-Uhr. Und dann könnt ihr aber auch einen Amazon-Link packen, einen Ebay-Link und sagen, hier, die gibt es aber auch noch, keine Ahnung, bei Juwelier, sonst was, die ein Partnerprogramm haben. Dann kann der Kunde entscheiden, wo er kaufen möchte. Das ist viel besser. Verlassen kannst. Aber es gibt natürlich nicht nur Amazon, sondern auch noch viele andere Affiliate-Plattformen, wie zum Beispiel Digistore24 und viele mehr. Affiliate-Links sind natürlich nicht die einzige Möglichkeit, mit deiner Webseite Geld zu verdienen. Eine andere wäre die Schaltung von Bannerwerbung. Gemeint sind die Banner an der Seite, die man ganz klar als Werbung und häufig als störend wahrnimmt, wenn sie nicht gut platziert sind. Manche ältere Seiten sind regelrecht vollgepflastert damit. Umgesetzt werden diese Banner mit Google. Das ist wohl der bekannteste und älteste Anbieter, wobei es auch hier schon Alternativen gibt. Bezahlt wirst du dann aufgrund des Traffics deiner Webseite. Entscheidend ist dabei aber nicht nur die Besucherzahl, sondern vor allem, wie viele deiner Beiträge sich jeder Besucher anschaut. Dafür ist es natürlich ungemein wichtig, dass deine Inhalte gut sind und eine Menge Menschen ein großes Interesse an diesen Themen haben. Und die Webseite sowie die Texte müssen entsprechend der Suchmaschine optimiert werden. Das nennt man dann Suchmaschinenoptimierung. Aber wie gesagt, das brauchst du auch nicht am Anfang. Pack erstmal die ersten Texte drauf. Pack eine Überschrift rein, H1-Überschrift, H2-Überschrift, ein paar Absätze. Und dann das mit den Keywords und so, das kommt nach und nach. Fang erstmal an. Und ich habe auch schon Seiten gesehen, die nicht überoptimiert sind und die Geld verdienen und Reichweite aufbauen und so. Weil nicht immer alles bis zum letzten Optimieren ist das Beste im Affiliate-Markt. Manchmal ist eine natürliche Seite, macht mehr Umsatz, wie dann diese Hochglanzseiten. Ist so, aus eigener Erfahrung. Ich bin jetzt nicht der beste Designer oder so. Das Thema für solch eine Webseite ist zum Beispiel das Thema Gesundheit. Denn jeder sucht erst einmal im Internet, wenn es etwas zwickt. Und so kann man nicht nur Geld. Würde ich nicht machen. Ganz ehrlich, würde ich nicht machen. Gesundheit, warum? Gesundheitsaussagen. Stell dir mal vor, du sagst, oh, hier, diese Pillen haben mir geholfen bei meinen Bauchschmerzen oder so. Heilversprechen und so. Das ist sehr, sehr schwierig und so. Bitte mach das nicht. Nein, keine Gesundheitsseiten. Sehr vorsichtig sein. Ich weiß eine Geschichte noch. Ich war ja, bevor ich Flaschensammler war in Berlin, habe ich ja mehrere Businessmodelle angefangen. So im Niederrhein-Ruhrgebiet und so, war ich auf Flohmärkten und habe so Pferdebalsam und so verkauft. Und der Hersteller davon hat mir Aktenordner gezeigt, dass es in manchen Städten und Gemeinden, dass die beschlagnahmt wurden und so. Es ist ein legales Produkt. Aber sobald da steht, hey, kann helfen gegen Rückenschmerzen, ist das schon sehr grenzwertig. Wenn da steht, oder du triffst die Aussage, hey, du hast Rückenschmerzen, nimm das Ding, das hilft dir auf jeden Fall oder so. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das kann sehr, sehr teuer werden. Gerade diese Gesundheitssachen und so. Wenn du da halt etwas schreibst, was nicht von der Studie belegt ist und so Eiweißpulver. Ah, das Eiweißpulver. Es gab sogar Sachen Sportnahrung und Sportlernahrung. Sportnahrung und Sportlernahrung. Da gibt es einen Unterschied bei diesen beiden Begriffen. Und es musste jemand Geld bezahlen, weil es den Eindruck erweckt hat, dass du als Sportler diese Nahrung brauchst. So ungefähr. Oh, das ist kritisch. Also keine Gesundheitssachen. Geld über die Werbung verdienen, sondern eben auch Erfahrungsberichte zu bestimmten Produkten teilen, Affiliate-Provisionen bekommen oder gar Partnerschaften mit den jeweiligen Firmen eingehen. Die nächste Möglichkeit, deine Webseite zu monetarisieren, wäre zum Beispiel über die VG Wort. Die VG Wort ist die Verwertungsgesellschaft Wort. Das ist ein staatlicher Verein, der unter der Staatsaufsicht des Deutschen Marken- und Patentamts steht und jährlich Gelder an Autoren und Verlage verteilt. 2018 wurden auf diese Weise knapp 218 Millionen Euro Erlöse erzielt und verteilt. Wie funktioniert das genau? Wie kannst du Geld mit deinen Texten verdienen? Zum einen musst du natürlich erstmal Texte schreiben und diese auf deiner Webseite veröffentlichen. Ja. Dann meldest du dich bei der VG Word an und musst einen sogenannten Zählpixel in jede deiner Texte einbinden. Um meldefähig zu sein, muss der Text mindestens 1800 Zeichen lang sein, also ungefähr eine Norm A4-Seite. Wichtig ist, dass der Text als stehender Text vorliegt, also als HTML oder zum Beispiel in einer PDF. Texte in Video- oder Autodateien sind nicht meldefähig. Und dann müssen nur noch ausreichend Menschen auf deine Texte zugreifen. Um genau zu sein, muss die Zählmarke 1500 eindeutige Zugriffe zählen.
Und wenn du das geschafft hast, dann kannst du die... Das ist aber auch nicht so viel, weil 1500, ja, also 5 Besucher am Tag auf diesem Blogartikel ist ja schon, also, wenn du sagst, boah, 1500 ist echt viel. Nein, dein Blogartikel brauchen nur 5 Leute lesen am Tag, durchschnittlich. Das ist egal, ach, ne? Okay, ne? Sagen wir 10 oder so, damit es wirklich eindeutige dann sind und so. Aber es ist nicht viel. Und wenn du das auch dann nicht schaffst auf Dauer, dann ist sowieso, ne? Mit 5 Besuchern im Monat verdienst du sowieso kein Geld. Also. Dir für jeden deiner Texte 40 Euro auszahlen lassen. Wobei man wissen sollte, dass dies natürlich erst passiert, wenn der Text mindestens ein Jahr online ist. Je nachdem, wann du deinen Text veröffentlicht hast, kann es also in manchen Fällen auch bis zu 2 Jahre dauern, bis du das erste Geld siehst, da die Auszahlung immer Ende September ist. Das klingt jetzt vielleicht sehr lang, aber da du ja Texte für deine Webseite schreiben musst, ist das eine weitere gute Möglichkeit, online Geld zu verdienen, ohne viel extra Aufwand. Die nächste Möglichkeit, wie du online Geld verdienen kannst, ist zum Beispiel einen eigenen YouTube-Kanal zu starten. Hier lädt man in regelmäßigen Abständen Videos. Aber es ist wieder mit dem passiven Einkommen, ne? Also Texte schreiben dauert. Ja, du hast einmal den Text geschrieben und kannst nach 1-2 Jahren immer noch Geld damit verdienen. Aber deshalb ist dieses Wort passives Einkommen, du weißt, ich habe damit ein Problem. Weil viele denken dann so, ich brauche gar nichts machen und bekomme Geld. Ne, so ein Blog, der Blog muss ja auch gepflegt werden. Das müssen auch einmal im Monat, musst du auch ein bisschen Sicherheitsupdates machen oder so, so ein bisschen gucken und. Funktionieren die Affiliate-Links noch? Ab und zu mal gucken. Vielleicht mit einem Link-Checker oder so. Aber im Großen und Ganzen auch YouTube-Videos, das ist nicht passiv. Ne? Ich sitze jetzt hier. Ich sitze jetzt hier schon 16 Minuten oder so. Deshalb, Videos hoch. Und bei 1000 Abonnenten und einer Watchtime von 4000 Stunden kannst du dich für das YouTube-Partnerprogramm bewerben und dann wirst du zu 55% an den Werbeeinnahmen beteiligt. Aber auch ohne dem Partnerprogramm kannst du schon das erste Geld verdienen. Genau. Denn ähnlich wie bei einem Blog kannst du auch auf YouTube Erfahrungsberichte veröffentlichen und Affiliate-Links in der Beschreibung posten. Auch hier bekommst du bei einem Kauf... Es müssen nicht nur Erfahrungsberichte sein. Schau dir mal bitte die Unboxing-Sachen. Ne? Es kommt eine neue Drohne raus, eine neue Kamera. Und jemand packt die als erstes aus oder die ersten Videos, wo die ausgepackt werden, der erste Eindruck, oh, guck mal, die Drohne ist größer geworden und schöner, sie fühlt sich wertig an und so. Und schon packst du den Links darunter und schau dir mal diese Unboxing-Videos an, wie viel Aufruf du damit erzielen kannst. Handys und. Es gibt da manchmal Videos, da ziehen die Leute vom Handy die Folie ab und die haben tausende von Klicks. Deshalb, also es muss nicht immer Erfahrungsbericht sein. Es kann auch ein Best-of sein. Zum Beispiel gibt es ein sehr, sehr geiles Video, haben wir in der Mastermind, haben wir das durchgenommen. Einfach 10 so Vibrationsplatten, so Fitnessplatten, die vibrieren. Und das Video hat 50.000, 60.000 Aufrufe mit den Top-Platten. Und natürlich sind die Affiliate-Links da auch drunter. Das ist kein Erfahrungsbericht, das ist ein Vorstellungsvideo. Das ist unser Testergebnis 1, 2, 3, 4 so ungefähr. Und das kostet 500 Euro das Teil, das 400, das so und so viel. Und das ist so. Und das ist einfach nur eine Auflistung von Produkten oder Gadgets oder so. Die coolsten Gadgets oder so. 10 der coolsten Gadgets für Computer oder so. 10 Gadgets, die im Kinderzimmer nicht fehlen dürfen und so. Und schon, also es sind nicht immer Erfahrungsberichte, die du machen musst. Auch die Auspackvideos, die sind ja echt einfach, ne? Das ist ja so einfach. Okay, weiter. Auf eine Provision. Zusätzlich kannst du natürlich direkt mit Firmen zusammenarbeiten und deren Produkte oder Dienstleistungen vorstellen. Damit verdient man auch schnell mal größere Summen. Naja, dafür muss man schon Abonnenten haben, ne? Also mit Firmen zusammenarbeiten wird schon schwierig, ne? Also seien wir mal ehrlich. Und die wollen auch Daten haben. Ich habe jetzt auch wieder eine Anfrage gehabt. Ich habe eine Anfrage gehabt von einem VPN. Also hier, neuer VPN oder so. Den kaum noch einer kennt, also ich kannte ihn auf jeden Fall nicht. Und die wollten mit mir zusammenarbeiten. Wollen natürlich auch meine Insights erstmal haben und. Und mache ich natürlich jetzt nicht. Ich habe viel zu wenig Abonnenten und so und passt jetzt auch nicht um. Ja gut, würde noch passen. Aber umso mehr Abonnenten man hat, dann kann man da auch schon ein paar tausend Euro für verlangen. Also ich jetzt nicht, aber.
Diese Videos müssen dann ab. Es sei denn, du abonnierst mich jetzt. Du abonnierst mich, das Video geht viral, 10.000 Leute. 10.000 Leute würden mich abonnieren. Nein, das schafft man natürlich nicht. Aber und dann, ja, dann könnte ich dafür auch vielleicht, wenn ich 50.000 Abonnenten habe, vielleicht 1.000 Euro für nehmen für so eine Werbung im Video. Wollte ich da kurz die Werbeunterbrechung machen und sag hier, kennst du schon diese VEN? Kennst du sicherlich die ganzen Sachen, ne? Aber gesondert markiert werden. Meist steht dann in irgendeiner Ecke Werbesendung oder Dauerwerbesendung oder der YouTuber sagt schon von Beginn an, dass das Video von der jeweiligen Firma gesponsert wurde. Die nächste Möglichkeit, Geld im Internet zu verdienen, ist Streaming. Kurz gesagt, du streamst, wie du zum Beispiel dein Lieblingsspiel spielst, zeichnest oder Musik machst und andere Menschen können dir dabei live zusehen. Über die Zeit kannst du dir somit eine eigene Community aufbauen, die im besten Fall deinen Kanal abonniert. Ja. An diesen Einnahmen wirst du dann beteiligt, sofern du schon Partner bist. Weiterhin gibt es Donations, also Spenden, die dir deine Zuschauer direkt zukommen lassen können. Eine weitere Möglichkeit, noch mehr Geld zu verdienen, sind auch hier wieder die direkten Partnerschaften mit Firmen, deren Produkt oder Dienstleistungen du deiner Community vorstellst. Die wohl wichtigste Streaming-Plattform ist Twitch, wobei auch YouTube immer mehr genutzt wird. Eine weitere wirklich lukrative Möglichkeit, Geld im Internet zu verdienen, sind digitale Infoprodukte. Was ist das? Das sind Produkte, die man meist nur einmal erstellt und dann an viele Menschen verkaufen kann. Das ist der Traum von vielen. Ah, ich habe ja auch mein Jetset Affiliate System, ist auch ein, aber oft ist es so, die erstellst du ja nicht einmal, ne? Also es ist auch wieder kein passives Einkommen, es ist so viel Arbeit. Du erstellst einen Videokurs. Du aktualisierst den. Zum Beispiel, meine Kurse werden immer aktualisiert ab und zu mal. Wenn ich sehe, da ist ein Fehler drin oder es gibt eine neue Sache, dann werden die aktualisiert. Gratis. Und dann musst du eine Verkaufsseite machen. Da musst du jeden Tag gucken, dass du irgendwo Besucher herbekommst. Also es gibt ja zwei Sachen. Weder hast du so eine große Reichweite, dass du ein YouTube-Star bist und so und hast und erwähnst dann ab und zu mal, hey, kauf mein Jetset Affiliate-System, wenn du dann halt Affiliate machen willst. Und ja, jetzt werden das höchstwahrscheinlich 5 Leute von euch kaufen. Das geht jetzt einem an, ne? Also 5-mal habe ich das höchstwahrscheinlich jetzt schon verkauft, weil ich es 2-mal erwähnt habe. Also vielleicht bist du jetzt der 6., der es kauft. Dann ist es aber so, du musst diesen Traffic haben. Und du kannst Traffic kaufen über Facebook Ads, was aber auch zeitaufwendig ist, weil du die Ads immer wieder aktualisieren musst, testen musst und so weiter. Deshalb ist es auch nicht passiv. Oder du holst dir gratis Traffic, wie auch mit Content Marketing. Das ist auch wieder zeitaufwendig. Ja, du könntest diesen Content-Marketing-Schritt auch mit deinem eigenen Blog und VG Wort oder so sogar verbinden, aber es ist trotzdem beides aufwendig. Und bitte lasst euch nicht voll labern. Facebook-Ads und so sind cool. Ich mache das nicht, aber sind cool. Aber es ist trotzdem zeitaufwendig, Facebook-Ads zu schalten. Du machst nicht eine Minute Facebook-Ads schalten und dann hast du endlos Traffic, egal wie viel Geld du drauf hast. Nein, das ist so nicht. Du musst auch testen, hey, sind die Überschriften gut, das Bild gut und irgendwann sind die auch ausgeleiert und ich kenne Leute, die sind dann tagelang bei so einem Launch Facebook-Ads am machen. Es ist auch Arbeit. Können zum Beispiel E-Books sein, aber auch Videokurse. Wenn du also in einer Sache wirklich Bescheid weißt, dann sind diese Produkte die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und lass E-Books weg. Ja? Wo ich angefangen habe 2015, wo ich noch Flaschensammler war, da war das schon fast vorbei mit E-Books, also E-Books für 37 Euro oder so. 67 Euro. Davor konntest du noch E-Books kaufen für 37 Euro, 67 Euro. Und das sind echt viele Leute, die haben da richtig viel Geld mit verdient mit diesen E-Books. Heute musst du für 37 Euro schon ein sehr, sehr geiles E-Book schreiben, weil bei Amazon kriege ich die für 99 Cent, 2,99 und so weiter. Da muss ja schon geiler Content sein, ganz wichtig. Also hör auf, ein E-Book zu schreiben und sagen, und für 7 Euro, da bleibt kaum etwas übrig. Wenn du ein E-Book schreibst und verkaufst für 7 Euro über Digistore, das kannst du so als Leadmagnet benutzen oder so zu sagen, hey, komm, ich habe einen neuen Kunden, mach einen Upsell und so. Das funktioniert auch sehr gut. Ne? Wenn du da Coachings brauchst, sehr gerne bei mir. Aber du verdienst damit kein Geld. Weil die Digistore-Gebühren geht runter, Handling, Mehrwertsteuer und so. Und dann bist du bei so einem 7-Euro-E-Book bei 3 Euro oder so, was da ankommt oder so. Oder 4 Euro, je nachdem, was für Zahlungsanbieter und woher die kommen, die Kunden. Und davon wirst du nicht reich. Ne? Also
Da musst du 10 Stück am Tag verkaufen, damit du dann 40 Euro hast, dann hast du 1200 Euro bei 10 Stück verkaufen. Und 10 Stück verkaufen, ohne eine Reichweite, ohne Werbung schalten und so weiter, als ob die Kunden alle zu deiner Seite hinkommen und kaufen jeden Tag 10 Stück. Also musst du da wieder Werbung reinstecken. Ne? Also man kann das machen in der Marketing, in den ganzen Konzept kann man so ein E-Book raushauen, aber als einzigste Einnahmequelle und sagen, jetzt werde ich mit diesem E-Book reich, die Zeiten sind vorbei. Bitte, 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 bitte nicht machen, bitte nicht machen. Selbst wenn du ein Coaching machst, selbst ich kann dir nicht beibringen, wie du einfach 67 Euro E-Books verkaufen kannst und davon leben kannst, das wird schon schwierig. Es sei denn, das ist wirklich ein extrem geiles Thema und du hast schon diese Reichweite in deiner Nische. Dann ist es vielleicht was anderes, ne? Aber so von null, keiner kennt dich und so, dann. Pff. Und wenn du alles einmal erstellt hast, kannst du den Verkaufsprozess vollständig automatisieren und kannst auf diese Weise echtes passives Einkommen generieren. Ist auch nicht wahr, weil wenn du schon mal ein Produkt verkauft hast oder so ein digitales Produkt, weißt du, du wirst einfach, jeder fünfte Kunde hat ein Problem. Zahlung hat nicht funktioniert, Zugangsdaten wurden nicht zugeschickt, der war bei T-Online, T-Online hat die E-Mail zurückgeschickt und er hat sein Passwort nicht bekommen. Dies, das, 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 das. Der findet den Download-Link nicht. Ich hatte das auch. Ich hab ja diesen Report mit den Dropshipping-Report mit den über 300 E-Mail-Adressen, 300 Kunden, Großhändler-Adressen, so. In Deutschland, Europa und so. Keine Asien-Sachen und so. Ne? Da so richtig gute Kontakte. Und das gibt es im Member-Bereich und so. Und der zweite Kunde oder so sagt, hey, ich habe das Buch nicht zugeschickt bekommen. Der hat das nicht kapiert, dass er sich mit seinem Passwort, was er zugeschickt bekommen, das hat er zugeschickt bekommen, das habe ich gesehen, das sieht man ja auch immer, soll er sich einloggen und dann ist es dort. Warum ist es im Member-Bereich? Damit ich das auch immer wieder austauschen kann gegen eine neue Version, 2.0, 3.0 sozusagen. Wenn da sich ein paar Änderungen, dann kann er sich immer das Neueste runterladen und es gibt keinen Download-Link, wo du das einmal runterladen. Und der hat das nicht kapiert. Ich habe das nicht bekommen. Ja, du musst dich einloggen. Und es ist auch nicht wieder passiv. Oder ich hab ja viele Leute in meinem Netzwerk, die auch Videokurse haben und so weiter. Es gibt immer irgendwelche Missverständnisse. Irgendjemand schreibt dich an, hey, ich kann die Videos nicht anschauen. Die Seite lädt nicht oder so. Letztes Mal auch sofort jemand. Da war irgendwie das ganze Internet blockiert. Irgendwie so 18 Uhr abends, Bild, YouTube, alle Seiten haben nicht funktioniert und auch Vimeo nicht. Und meine Videos liegen bei Vimeo und werden im Member-Bereich eingeblendet. Und der hat sich genau zu diesem Zeitpunkt eingeloggt, wo Vimeo nicht funktioniert hat. Und kriege sofort eine E-Mail, hey, funktioniert nicht und bla bla bla. Und ich so, guck jetzt nochmal, es funktioniert. Es waren nur ein paar Minuten. Und schon kriegst du die E-Mails und musst Supportarbeit machen. Ist halt so. Es schreiben nicht nach 2 Jahren Leute an, ich habe das Passwort nicht bekommen. Ja, habe ich auch vor kurzem gehabt. Deshalb ist es auch nicht passiv. Du musst immer gucken, dass die Kunden glücklich sind. Gut, bei den 2 Jahren Passwort, hey, sorry, der hat vor 2 Jahren gekauft und sagt, er hat das Passwort nicht bekommen. Naja, ne, das ist aber, und umso mehr du verkaufst, umso mehr, also, ne, das ist bei immer 10 Verkäufe hast du mindestens ein, zwei Problemchen oder so. Oder ich hatte zum Beispiel, deshalb ist die Stornoquote bei Digisto auch nicht, Kunde, der dann hat, weiß ich nicht, Zurückbutton geklickt hat oder so und hat dann zweimal bezahlt. Schreibt hin, hey, ich habe zweimal bezahlt und sowas können wir machen und so. Ja, muss ich mich wieder hinsetzen, einloggen und so, das dauert auch alles, das Geld zurücküberweisen für eine Überweisung, beziehungsweise ne, bei Digistore einen Klick machen und so weiter. Aber das ist dann halt alles Aufwand. Erstmal muss ich ja gucken, hey, wo ist der Fehler denn? Macht das jetzt jeder so einen Fehler? Oder dann muss ich gucken, welchen Account lösche ich denn? Oder letztes Mal mein JetSet-Lead-System. Hat ein Kunde gekauft? Vielen Dank dafür, dass du mein JetSet-Lead-System gekauft hast. Sehr cooler Kurs übrigens. Und ein Kunde sagt, na, ich habe das an einer unterschiedlichen E-Mail-Adresse. Ich habe schon dein JetSet-Affiliate-System gekauft. Kaufe jetzt diesen Kurs auch noch und habe 2 unterschiedliche E-Mail-Adressen. Kannst du das JetSet-Lead-System und alles zusammen in einen Account schieben? Habe ich natürlich gemacht, aber das war dann halt so von Hinsetzen am Computer bis dann halt alles zusammen und den Kunden dann auch noch in meine E-Mail schicken. Hey, hast du gesehen, ich habe das gemacht, funktioniert es? Weil ich kann das ja dann auch nicht direkt prüfen, ob es wirklich funktioniert, was ich gemacht habe. 20 Minuten Arbeit. Ja, das solltest du immer im Hinterkopf behalten, wenn du so Wünsche hast oder so. Mal, ne? Und das ist jetzt nicht ein Einzelfall, dass Leute dann halt nochmal einen Videokurs kaufen und ich muss die beiden Kurse zusammen in einen Account machen, weil die unter 2 E-Mail-Adressen bestellt haben.
Und das mache ich sehr gerne. Ne? Das ist Kundenservice, aber es ist trotzdem Arbeit. Wegen dieses Passiv. Ne? So, hey, du brauchst gar nichts mehr machen, du hast diesen Funnel. Und auch diese Funnel funktioniert. Zum Beispiel jetzt gerade habe ich wieder eine Nachricht bekommen von YouTube im YouTube-Studio, dass Videos, die nicht gelistet waren, auf privat gestellt sind. Von 2017 oder so. Und davor war das auch schon mal. Und was ist das? Die sind nicht gelistet, die sind dann auf irgendeine Webseite eingebunden als Verkaufsvideos. Und jetzt sind die auf privat. Das heißt, ich muss jetzt irgendwo gucken, ob ich noch irgendwo alte Videos habe, die jetzt auf einmal nicht mehr angeschaut werden können auf den Seiten. Also muss ich jetzt auch noch mal überall gucken. Oder, beste Beispiel ist, habe ich schon ein paar Mal erzählt, ich war in Venedig, 2 Wochen, wie immer. Und Digistore hatte zu dem Zeitpunkt die Links umgestellt auf HTTPS. Davor hatten die nur HTTP-Links. Und dann war ich in Venedig und wollte eigentlich schön mich relaxen, Cappuccino trinken und an so einem Kanal sitzen und so weiter. Und ich habe dann halt mehrere Nachmittage damit verbracht, die ganzen Links zu tauschen, damit ich wieder Geld verdiene und damit dann nicht die Links nicht funktionieren. Okay, soviel zum Thema Passiv. Falls du dich jetzt fragst, wie du all das umsetzen sollst, auch hier gibt es viele Dienstleister, die dir den Großteil der Arbeit abnehmen und mit denen du ganz schnell und ohne viel Vorwissen deine ersten Produkte meist noch am selben Tag verkaufen kannst. Neben den digitalen Infoprodukten gibt es natürlich auch noch echte digitale Produkte. Das können zum Beispiel Fotos sein, aber auch Videos, Sounds, Musik, Logos und so weiter. Die Möglichkeiten sind unendlich. Stimmt. Und du ahnst es, auch hier gibt es Dienstleister. Aber Logos musst du auch wieder designen und so, ist ja auch nicht passiv. Ne? Das ist eine coole Dienstleistung. Kannst du anbieten, hey, ich design dir dein Logo oder so. Ja, alles cool. Ne? Kann man auch mit Geld verdienen, aber es ist nicht passiv. Die dir einen großen Teil der Arbeit abnehmen. Wenn du zum Beispiel deine Fotos verkaufen möchtest, dann kannst du dich auf einer Fotoplattform wie Getty Images, Shutterstock oder Fotolia von Adobe anmelden und das Foto dort verkaufen. Beziehungsweise eigentlich kannst du es nur lizenzieren. Denn man verkauft auf diese Weise nicht das Produkt selbst, sondern die Nutzungslizenz. War auch vor ein paar Jahren genial. Ich würde einfach sagen, hey, mach das nicht. Wenn du wirklich denkst, dass die Fotos sind so klasse, dass du das verkaufen kannst und so einmalig, dass es keine Konkurrenz gibt. Es gibt halt, jeden Tag werden Millionen Fotos auf diesen ganzen Plattformen hochgeladen. Und du musst dich echt mit den Plattformen auskennen, welche Keywords du benutzt und, um überhaupt gefunden zu werden. Und dann geben die dir teilweise 20% oder so. Und dann, gerade manchmal kosten die Lizenzen ja für so ein Foto 1, 2 € oder Dollar und du kriegst davon 20% ab. Das heißt 20, 30 Cent oder so. Dafür hast du die ganzen Fotos in hochauflösend hochgeladen, vielleicht vorher noch bearbeitet, beschriftet, die Datei beschriftet, die Metadaten und alles. Musst du echt aufpassen, ob das wirklich eine coole Einnahmequelle ist. Wirklich, also. Und wenn jemand dein Foto, deinen Song oder Logo verwenden möchte, dann übernimmt die Plattform alle weiteren Schritte, wie zum Beispiel die Zahlungsabwicklung. Deine Aufgabe ist nur, das digitale Produkt zur Verfügung zu stellen. Ein weiteres Beispiel, um online Geld zu verdienen, sind digitale Dienstleistungen. Das ist quasi alles, was man irgendwie mit einem. Aber wenn ich eine Dienstleistung mache, ist das gar nicht passiv, das ist aktiv. Also das Video ist leider 15 Ideen, wie man im Internet Geld verdienen kann und so. Ja, aber passives Einkommen, eine digitale Dienstleistung ist nie passiv. Okay, weiter. Im Computer erstellen bzw. verschicken kann. Dieser Bereich ist wirklich riesig. Wenn du zum Beispiel besonders gut darin bist, Texte zu schreiben, Videos zu schneiden, Voice-Overs aufzunehmen, dann ist das eine gute Möglichkeit, wie du Online-Geld dazu verdienen kannst. Bitte, wenn du gut bist in Texte schreiben, schreibe keine Texte für andere Leute. Wenn du wirklich gut bist. Am Anfang machen das viele. Das kannst du machen, um so reinzukommen oder so. Ne? Die ersten Euros über so eine Textplattform und so. Aber du bist einfach nur dumm, wenn du Texte schreibst für andere Leute, die geben dir 30 Euro oder so. Und rein theoretisch könntest du 40 Euro mit VG Wort jedes Jahr machen damit. Und noch Affiliate-Links oder Bücher bei Amazon veröffentlichen oder sonstige Sachen. Also bitte nicht. Also, wenn du ein guter Texter bist oder so, ja, Texter kosten auch manchmal 400 Euro für ein, zwei E-Mails oder so, ne? So, oder Verkaufsseitentexter, ne? So wirklich Verkaufstexte oder sowas. Die, da verdienst du mehr. Aber sonst mach das bitte nicht. Mach das bitte nicht. Wenn du wirklich geniale Texte schreiben kannst, dann mach doch deinen eigenen Blog und du verdienst viel mehr Geld dran. Oder eigene Kindle-E-Books. Kindle-E-Books müssten eigentlich auch kommen, oder? T-Shirt-Business haben wir auch noch nicht. YouTube war eigentlich nur so ganz kurz angesprochen, ne?
kannst. Natürlich zählt auch jede Art von Designleistung dazu, wie das Gestalten von Logos oder YouTube-Thumbnails. Auch hier gibt es wieder viele Plattformen, die dir einen großen Teil der Arbeit hinter der eigentlichen Arbeit abnehmen oder gar vollständig automatisieren. So, wir sind jetzt hier eigentlich bei 9 Minuten angelangt. Sollen wir hier eine Pause machen? Das ist jetzt Teil 1. Und wir machen dann noch einen Teil 2 dazu. Machen wir, oder? Mein Name ist Michael Kotzer, ich bin der Rucksackunternehmer. Das war jetzt Teil 1. Wir sind ja schon 34 Minuten um. Und wir machen jetzt gleich Teil 2. Ich habe jetzt hier noch 2 Videos. Vielleicht ist das Teil 2 schon veröffentlicht. Kommt dann höchstwahrscheinlich 2 Tage später. Alle 2 Tage gibt es ein Video von mir. Und dann schauen wir uns das weiter an. Es sind ja ein paar coole Ideen dabei, eine gute Vorlage. Ne? So, ich bin raus. Schau dir auch Teil 2 an.